Ja, ein ganz herzliches Willkommen Ihnen allen zum Web-Talk Freiheitlich, Rechtsstaatlich, Demokratisch, das Deutsche Kaiserreich von 1871. Wir freuen uns sehr über diese zahlreiche Teilnahme von Ihnen und wir begrüßen ganz herzlich unsere beiden Referentinnen, Frau Professor Dr. Hedwig Richter und Frau Professor Dr. Silvia Schraut. Das möchte ich auch kurz vorstellen. Das sind Dr. Christopher Dove vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg und ich selber bin Verena Schweitzer vom Landesarchiv Baden-Württemberg. Wir beide, Herr Dove und ich, werden diesen Web-Talk moderieren. Jahrestage spielen für unseren heutigen Umgang mit Geschichte eine zentrale Rolle. Vor 150 Jahren, am 18. Januar 1871, entstand das Deutsche Kaiserreich. Mit unserem Web-Talk möchten wir an dieses Ereignis erinnern und wir möchten fragen, wie das Kaiserreich in der deutschen Demokratiegeschichte zu verorten ist. Warum schauen wir überhaupt auf dieses Thema? Das hat einen Grund. Das Haus der Geschichte und das Landesarchiv sind beide Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Orte der Demokratiegeschichte. Diese Arbeitsgemeinschaft widmet sich der Erinnerung an die Entstehung und Entwicklung unserer Demokratie sowie des Dialogs, was für uns heute Demokratie ausmacht. Für unser Gespräch konnten wir zwei namhafte Kennerinnen der Geschichte des Kaiserreiches gewinnen. Darüber freuen wir uns sehr und danken den Referentinnen. Frau Professor Dr. Hedwig Richter lehrt neuere und neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr München. Für ihre Forschungen wurde sie 2018 mit dem Preis der Demokratiestiftung ausgezeichnet. Zuletzt veröffentlichte sie das Buch Demokratie, eine deutsche Affäre. Frau Professor Dr. Silvia Schraut lehrte bis zu ihrer Emeritierung Anfang 2020 neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr München. Sie ist die erste Vorsitzende des Vereins Frauen und Geschichte Baden-Württemberg und gab zuletzt das Buch 100 Jahre Frauenwahlrecht im deutschen Südwesten, eine Bilanz, mit heraus. Ja, bevor wir nun mit unserem Gespräch starten, noch ein paar organisatorische Hinweise für Sie alle. Im ersten Teil der Veranstaltung werden wir Moderatoren, Frau Richter und Frau Schraut, Fragen stellen. Im zweiten Teil der Veranstaltung sind dann Sie alle eingeladen, Ihre Fragen über den Chat einzubringen und Herr Dove und ich werden diese dann an die Referentinnen weitergeben. Wenn Sie technische Probleme haben oder Rückfragen, teilen Sie uns dies auch gerne über den Chat mit. Im Hintergrund werden wir von zwei Kollegen unterstützt. Frau Fröhler und Herr Leiske werden Ihnen im Chat antworten. Der Web-Talk wird aufgezeichnet und anschließend online gestellt. Sie als Publikum sind hierbei aber nicht sichtbar. Frau Richter, der 18. Januar 1871 ging in die Geschichte ein. Was passierte an diesem Tag? Ja, an diesem Tag war die Ausrufung sozusagen des Kaisertums. Der Kaiser wurde in Versailles im Spiegelsaal ausgerufen. Aber das Interessante an diesem Tag ist eigentlich, dass der damals gar nicht als das große Event gewesen ist. Also ich habe, als ich mein Buch zum Kaiserreich geschrieben habe, das im März bei Surkamp erscheinen wird, da habe ich mir die Zeitungen in der Zeit angeschaut und an dem Tag selber habe ich in den Zeitungen nichts gefunden. Und ich habe dann die nächsten Tage geschaut, weil es doch einige Zeit dauerte, bis Nachrichten ankommen. Und da war nur ganz, ganz wenig von diesem Tag zu finden. Und ich denke, dass wir heute glauben, das Kaiserreich beginnt mit dem 18. Januar oder sogar was Lothar Gall, der ja sonst ein ganz großartiger Historiker ist, was der sagt, dass das als großer Nationalfeiertag gefeiert wurde. Das stimmt nicht und dass das passiert, dass wir das glauben, das hängt damit zusammen, wahrscheinlich, dass Anton von Werner dieses großartige Bild gemalt hat. Und dieses Bild eben, das bis heute überhaupt unser Bild vom Kaiserreich prägt, nämlich dass das Kaiserreich eigentlich eine Geschichte von Männern, Militärs und ich sage, dass es so eine Pickelhaubengeschichte ist. Und alles andere fällt darunter. Das ist natürlich keine einzige Frau zu sehen, kaum Zivilisten.
Und das Kaiserreich, das ist wichtig, denke ich, begann am 1. Januar, nämlich mit der Verfassung. Und die Verfassung wurde, auch das wird oft falsch dargestellt, ausführlich diskutiert von einem mit einem relativ demokratischen Wahlrecht gewählten Parlament, nämlich dem Parlament des Norddeutschen Bundes. Ja, Frau Schraut, lassen Sie uns einen Zeitsprung machen. Fast ein halbes Jahrhundert weiter. Was passierte am 9. November 1918? Also der 9. November ist ja in der deutschen Geschichte vielfach belegt, aber aufs Kaiserreich bezogen ist es das Datum, an dem diese Form der Monarchie endete. Nicht das Kaiserreich jetzt als Territorium oder als Staat, aber in dem die Monarchie beendet wurde, indem die Republik ausgerufen wurde und das dann auch gleich noch zweimal, nämlich einmal als Räterepublik und einmal als parlamentarische Republik. Insofern steht am Ende des Kaiserreichs auch schon dann gleich die große Frage, wie soll es eigentlich verfassungsmäßig weitergehen? Diese beiden Schlaglichter zeigen den historischen Rahmen auf, in dem wir uns heute bei unserem Web-Talk bewegen wollen. Wir fragen heute nach dem Ort des Kaiserreichs in der deutschen Demokratiegeschichte. Dazu müssen wir uns darüber verständigen, wovon wir sprechen und was wir jeweils anschauen. Frau Schraut, was muss gegeben sein, damit wir mit Blick auf einen Staat, eine Gesellschaft von Demokratie sprechen können? Also ich finde das eigentlich keine leichte Frage, weil was Demokratie ist, wird ja auch in jeder Epoche anders beantwortet. Wenn man aber anfängt mit der Französischen Revolution, die wir ja so als Gründungsmythos des Entstehens der europäischen Demokratien begreifen, dann gehört in jedem Fall die Volkssouveränität dazu. Dass Macht vom Volk delegiert wird an ein wie auch immer gewähltes Parlament. Es gehören Wahlen dazu. Wobei nicht klar ist, wer wählen darf. Das ist sehr unterschiedlich beantwortet worden. Werden wir ja heute sicher auch noch mal drüber reden. Und wurde auch schon in der Französischen Revolution sehr unterschiedlich beantwortet, wer eigentlich wählen darf. Es gehört weiter nach unserem Verständnis dazu, dass ein Parlament gewählt wird. Also keine direkte Demokratie, sondern eine parlamentarische Demokratie. Es gehört dazu eine Vorstellung von Rechtsstaat. Wie unabhängig dann jeweils die Justiz ist im Laufe der Zeit, auch unterschiedlich beantwortet worden. Es gehört dazu eine Verantwortlichkeit der Regierungen dem Parlament gegenüber. Es gehört im erweiterten Sinn, und das steht meistens in den Demokratietheorien eigentlich gar nicht drin, dazu, dass eine Bevölkerung in ihrer Mehrheit auch eine Demokratie bejaht. Denn wenn sie das nicht tut, kann eine Demokratie eigentlich nicht funktionieren. Und da kriegen wir in Amerika ja gerade schöne Beispiele dafür. Und es gehört etwas, was im Kaiserreich überhaupt nicht der Fall war, nämlich ein Menschen- und Bürgerrechtskatalog dazu. Und gerade in der Französischen Revolution ist der Menschen- und Bürgerrechtskatalog ja verabschiedet worden, bevor diese verschiedenen Varianten von Verfassungen immer wieder neu bearbeitet wurden. Aber der Menschen- und Bürgerrechtskatalog stand eben. Also was Demokratie auf keinen Fall ist, ist einfach Mehrheitsentscheidungen einer Bevölkerung. Frau Richter, wie sehen Sie das? Ja, ich würde da in vielen Punkten zustimmen. Natürlich war das Kaiserreich keine Demokratie. Also ich habe das jetzt manchmal gehört und dann, oh, wie kann man sowas behaupten? Große Aufregung. Ich glaube nicht, dass irgendjemand das behauptet. Und ich finde total interessant, dass in der Zeit um 1900 war das auch gar nicht die Frage. Das ist eine völlig ahistorische Frage, an die Zeit um 1900 ranzugehen und sagen, war das jetzt eine Demokratie oder war es keine? Und die Demokratien, die es damals gab, waren auch nicht besonders überzeugend. Also das war nicht so, dass nicht jeder progressive Mensch in dem Glauben lebte, eigentlich müssen wir alle eine Demokratie sein. Zum Beispiel Frankreich galt vielfach fast als ein Failed State. Da wechselten beständig die Regierungen. Es gibt eine zeitgenössische Auflistung von den Ausgaben der Staaten. Und da wird gezeigt, dass Frankreich zum Beispiel viel, viel mehr Geld fürs Militär ausgab als Deutschland. Wir werden da heute bestimmt noch öfters darauf zu sprechen kommen, dass viele der problematischen Seiten des Kaiserreichs einfach international in der Zeit zugange waren. In den USA waren die Wahlen hochkorrupt. Es war im Prinzip eine Parteienherrschaft, die ganz, ganz kritisch gesehen wurde. Auch das ist einer der Mythen der deutschen Geschichte, dass Deutschland ganz aus
eine der, oder dass es in Deutschland ein besonderes Problem gewesen sei, parteiisch kritisch zu sehen. Die Kritik an Parteien war in dieser Zeit schon ganz, ganz stark. In den USA, wissen wir auch, hat in dieser Zeit das Lynching seinen Höhepunkt erreicht. Also wenn wir anschauen, was ist eine Demokratie, müssen wir, wenn wir die Zeit um 1900 anschauen, einfach sehen, wie die Menschen auch damals, was für die damals wichtig war und was wir bei unterschiedlichen politischen Strömungen sehen können in der Zeit des Kaiserreichs ist, dass denen wichtig war, zum Beispiel, dass Menschen ein Leben in Würde führen können oder dass es wichtig war, dass gewählt wird. Das wird immer wieder in Zusammenhang gebracht mit Kulturnation oder mit Zivilisation. Das ist ganz interessant, dass es ein Parlament gab. Russland wurde sehr, sehr stark abgewertet, weil dort eben diese Demokratisierungsprozesse, die wir sonst weltweit beobachten können in dieser Zeit, weil die in Russland eben nur sehr, sehr stockend und sehr defizitär vorankamen. Also nochmal ganz kurz, Kaiserreich war natürlich keine Demokratie, wobei ich, um auf ein kleines Detail zu sprechen zu kommen und auch einmal Silvia Schraub zu widersprechen, dieser Katalog von Rechten, der war natürlich in den Landesverfassungen fest installiert. Und die Länder waren ja wahnsinnig stolz auf ihre Verfassung. Auch das ist wenig bekannt. Die hatten das, also Baden hatte ja in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts schon große Feiern für seine Verfassung, auch in Hessen. Und da waren die Rechte garantiert. Aber ich denke, noch viel wichtiger ist, dass das Kaiserreich ein Rechtsstaat war. Daran gibt es eigentlich in der Forschung keine große Diskussion, was nicht heißt, dass es immer wieder vor allem aus heutiger Sicht, aber auch schon damals hochproblematische Aktionen gab, wie beispielsweise die Sozialistengesetze, die rechtsstaatlich hochproblematisch gewesen waren. Vielleicht darf ich da kurz direkt einhaken. Wir haben jetzt schon über den Grundrechtskatalog gesprochen. Er ist eben nicht in der Verfassung drin, sondern nur in den Verfassungen der Bundesstaaten. Frau Schraut, vielleicht können Sie kurz noch uns die Verfassung des Kaiserreichs für uns alle nochmal skizzieren. Wie zeichnet sich diese aus? Es ist ein Zweikammernsystem und das hat Tradition. Wir haben in den vielen Landesverfassungen im Vorfeld auch Zweikammernsysteme, wobei dann meistens eine Kammer ein Ort ist, in dem Delegierte, wie auch immer zusammengesetzt, vertreten sind und die zweite Kammer, die gewählt wird mit unterschiedlichen Wahlrechten und das haben wir hier jetzt auch. Also der Reichstag wird gewählt durch allgemeines Männerwahlrecht. Das ist auf der einen Seite progressiv, auf der anderen Seite haben wir das in manchen anderen Landesverfassungen auch schon, ganz unterschiedlich. Wir haben die zweite Kammer, da werden die Delegierten der Landesregierung der jeweiligen hingeschickt. Das ist kein demokratischer Prozess, aber ich denke, das ist heute im Prinzip auch nicht anders. Die Vertreter im Bundesrat werden ja auch einfach von den Regierungen der Länder entsprechend dahin entsandt. Das wäre also rein mal das rein Organisatorische. Wir haben einen Kaiser. Dieser Kaiser setzt den Reichskanzler ein und der Kaiser ist gleichzeitig der König von Preußen und der Reichskanzler ist gleichzeitig der preußische Ministerpräsident. Damit wird etwas darüber ausgesagt, wie wichtig Preußen im Kaiserreich ist, wenn Sie bedenken, dass etwa 2/3 der Einwohner des Kaiserreiches in Preußen leben, auch etwa 2/3 des Gebiets preußisches Gebiet ist, sehen Sie hier eine sehr dominante Stellung und es war sehr klug von Bismarck oder wenn Sie auch immer jetzt als Vater der Verfassung begreifen wollen, im Bundesrat, also in der Kammer der Länder, darauf zu verzichten, dort so dominant aufzutreten, sondern nur eine Sperrminorität für sich zu beanspruchen. Ja. Gesetzgebungsprozesse werden von beiden Kammern eingeleitet, beziehungsweise müssen beide Kammern zustimmen. Der Reichstag hat darüber noch ein Etatbewilligungsrecht, was im Kaiserreich zwar zu Konflikten führt, aber nicht so wichtig ist, weil das Reich eigentlich jetzt mal finanziell und von der Ausstattung her ein schwaches Reich ist, weil sie in der Regel Landesbehörden haben, keine Reichsbehörden und Ähnliches. Also es ist finanziell, lässt man da schon sehr viel bei den Ländern. Was noch sehr wichtig ist, ist, dass der Kaiser der oberste Kriegsherr ist und entsprechend letztlich über Krieg und Frieden entscheidet. Dass er den Reichstag auflösen kann, wenn er das richtig findet und Neuwahlen ausschreiben kann, die sonst
glaube ich, nach 5 Jahren jeweils regulär stattfinden. Wichtig ist vielleicht auch noch, dass die sonstige Reichsregierung nur aus Staatssekretären besteht. Also wir haben keine Minister, sondern Staatssekretäre, die weisungsgebunden sind an das, was der Reichskanzler vorgibt. Das ist eine sehr starke Stellung des Reichskanzlers in Abhängigkeit natürlich vom Kaiser. Wenn er ihn abberuft oder einen neuen einsetzt, dann ist es eben so. Also es ist, glaube ich, so das Grundgerüst, das wir haben. Ja, kann ich hier ganz kurz, Genau, ja, ja. genau. Genau, ich will das ganz kurz noch bestätigen und nochmal was zur Frage der Demokratie sagen. Also man sagt, der Demokratie ist die Herrschaft der Gleichen und Freien. Ich denke, dass das sehr gut ist, die Selbstherrschaft. Und so gesehen, das einfach nochmal zu betonen, gab es damals aus dieser Sicht keine Demokratie. Wolfgang Merkel, der Politikwissenschaftler, hat heute getweetet, dass es ein Mythos ist, dass die Amerika die älteste Demokratie sei und dass die eben viel, viel später als viele andere Länder wirklich ein allgemeines und gleiches Wahlrecht hatte. Das denke ich, ist nochmal wichtig zu betonen. Dann finde ich noch ganz kurz einen Satz zur Verfassung. Also vielen Dank, Frau Schrau, dass Sie das zu einem guten Überblick gegeben haben. Ich denke, dass noch wichtig ist, dass sich das sehr, sehr stark gewandelt hat, der Verfassungsalltag. Also dass zum Beispiel Bismarck, der doch sehr stark die Verfassung geprägt hat, das Parlament einhegen wollte. Also ihm war klar, er kann nicht gegen die Zeit gehen. Und in der Zeit war einfach angesagt, vielleicht kommen wir da noch drauf zu sprechen, um 1870 gibt es wirklich geradezu eine Explosion an Demokratisierung weltweit. Bismarck erkennt, dass er da nicht dahinter zurückbleiben kann. Er führt das allgemeine gleiche Männerwahlrecht ein. Aber er will das Parlament einhegen. Und im Laufe des Kaiserreichs gelingt das immer weniger. Und das Parlament wird einfach zu der zentralen Institution, auch wenn das in der Verfassung zunächst nicht so vorgesehen war. Aber der Reichstag wird es schon allein deswegen, weil der öffentlich tagt, weil der in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Bismarck und auch die anderen Kanzler müssen das eigentlich nicht, aber sie treten im Reichstag auf und verteidigen dort ihre Gesetze und ihre Politik. Und das wird wahrgenommen und lange Ausschnitte aus Reichstagsreden werden in den Zeitungen abgedruckt. Und wir wissen auch von Polizeiüberwachungsberichten, was die Männer in den Kneipen diskutiert haben. Und was machen sie? Sie diskutieren tatsächlich intensiv die Reichstagsdiskussion. Also ich denke, dass man tatsächlich, das hat die Forschung ja jetzt schon lange gezeigt, spätestens eben Margaret Anderson, wie wichtig das Parlament im Deutschen Kaiserreich geworden ist. Frau Richter, Sie hatten eben schon kurz erwähnt den Begriff Rechtsstaat und Rechtsstaatlichkeit des Kaiserreichs. Darf ich noch mal kurz danach fragen? Die Zeit des Kaiserreichs ist ja eine Zeit vielfältiger rechtlicher und rechtsgeschichtlicher Veränderungen. Könnten Sie dazu noch ein paar Bemerkungen machen? Ja, also am interessantesten ist, oder ein ganz interessanter Punkt ist tatsächlich diese Jahre um 1870, in der eben das Kaiserreich gegründet wird. Und es gibt unendlich viel Literatur zu der Frage, warum hat Bismarck das allgemeine gleiche Wahlrecht eingeführt? Und das ist eine spannende Frage. Und ich habe ja gerade dazu auch was gesagt. Dann gibt es unendlich viel Literatur, wie ist es Lincoln gelungen? Übrigens kurz nachdem das in Deutschland eingeführt wird, das allgemeine gleiche Männerwahlrecht in genau auch dieser Zeit einzuführen. Und ganz große Literatur darüber, warum ist das in England passiert? Da wurde nämlich die Wahlbevölkerung verdoppelt in dieser Zeit. Es war noch lange nicht so viel, waren wahlberechtigt wie in Deutschland, aber doch immerhin nahm das zu. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir diese Überlegungen, was die großen Männer gedacht haben, die immer wichtig sind, aber dass wir das ergänzen mit Fragen nach strukturellen Veränderungen und eben auch nach internationalen Parallelen und transnationalen Prozessen. Wir sehen in dieser Zeit, in wenigen Jahren um 1870 auch, dass die Schweiz wahrscheinlich die modernste Verfassung einführt, die es damals überhaupt gegeben hat. In Schweden wird das Wahlrecht erweitert, in Italien, in ganz, ganz vielen Ländern des nordatlantischen Raums wird die Verfassung progressiver gestaltet oder das Wahlrecht ausgeweitet. Und ich denke, dass das ganz, ganz wichtig ist, wenn wir das Kaiserreich anschauen, dass wir aufhören, das zu exotisieren als was völlig Außergewöhnliches. Wir machen ja heute auch oft so, oder ich stoße immer wieder darauf im öffentlichen Diskurs, nicht in der Forschung,
auf so eine Art Schauer-Kaiser-Geschichte. Wir sehen ja schon, wie schlimm das damals war bei der Einweihung des Kanals, war der Kaiser dabei und der Kaiser hat dort mitgeredet und so weiter. Ja, das war eine Monarchie, aber das war damals einfach die übliche Form. Also das, denke ich, ist ganz wichtig, dass wir die Prozesse im Kaiserreich sehr, sehr stark international einordnen. Die weitere Entwicklung im Kaiserreich würde ich auch sehr stark international sehen. Deutschland kann der Versuchung nicht widerstehen, zum Beispiel sich ein Kolonialreich zu schaffen. Bismarck ist ja ein großer Gegner, aber er macht es dann auch und mit irrsinnigen, dramatischen und aus heutiger Sicht auf jeden Fall verbrecherischen Folgen. Aber in Deutschland gibt es auch eine große Liberalisierung. Die Zensur, die in Deutschland doch relativ stark war, die wird zum Beispiel dann in den 1890er Jahren sehr stark liberalisiert. Und wenn es um das Recht geht, ist natürlich auch das Jahr 1900 wichtig, wo dann das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch eingeführt wird, das bis heute im Prinzip wichtige Grundlagen gelegt hat für die Rechtsprechung. Und dann eben noch, wenn es um Recht geht, es rückt immer mehr in den Horizont des Denkbaren, dass Frauen gleich sind. Auch das ist was, was wir international beobachten können. Es ist immer noch ganz dramatisch. Gerade bei diesem bürgerlichen Gesetzbuch gab es eine riesige Kampagne von Frauenrechtlerinnen, die gesagt haben, die Frauen müssen viel, viel mehr Rechte erhalten. Die werden alle ignoriert, diese Anforderungen. Aber die Frauen selbst empfinden das, die Feministinnen, doch als einen großen Sieg, dass sie diese Kampagne hinbekommen haben, dass sie eine Stimme haben. Und etwas, was in der Mitte des 19. Jahrhunderts noch völlig absurd war, obwohl es auch dort schon gefordert wird von einzelnen Frauen, nämlich das Wahlrecht der Frauen, das wird um 1900 tatsächlich denkbar. Frau Schraut, Frau Richter hat ja gerade skizziert, dass beispielsweise mit dem bürgerlichen Gesetzbuch, man könnte Gleiches auch für das Strafrecht zeigen, im Kaiserreich eine Rechtsvereinheitlichung stattfindet und ein großer Schritt begangen wird, dass der einzelne deutsche Staatsbürger rechtlich immer gleicher behandelt wird. Wenn ich jetzt auf das Jahr 1884 fortfolgende schaue, wird Deutschland ja zur Kolonialmacht. Werden die Unterworfenen gleichberechtigte Staatsbürger des Deutschen Kaiserreichs? Wie sieht das aus, Frau Schraut? Also das werden Sie natürlich nicht. Ich sage jetzt ganz bewusst natürlich, weil das ist in keinem anderen Kolonialreich der Fall. Nirgendwo werden die Kolonisierten oder Kolonialisierten in irgendeiner Weise als gleichberechtigte Bürger verstanden. Also Sie können noch, gerade wenn wir immer England nehmen mit seinem großen Kolonialreich, da können Sie noch vor dem Ersten Weltkrieg lesen, dass das ja alles Kinder sind, die man erstmal erziehen muss. Ne? Also das sind keine gleichberechtigten Bürger und das sind sie im deutschen Kolonialreich selbstverständlich auch nicht. Nur ich finde das jetzt keine Besonderheit des deutschen Kaiserreiches, sondern das ist eben Imperialismus und Kolonialgeschichte. Ja. Das Hinwegsetzen über andere Völker, die man als Primitive betrachtet und entsprechend mit ihnen umgehen. Ja, ich würde da auch gerne kurz noch anfügen. Ich finde es ganz großartig und total wichtig, dass wir heute viel, viel stärker den Kolonialismus in den Blick bekommen. Also das ist ja total interessant, dass der lange Zeit international sehr stark ausgeblendet war. Und denke, dass es ganz wichtig ist. Und ich glaube, es wäre wirklich ein großer Fehler, wenn die Deutschen auch an dieser Stelle wieder anfingen, ihre exzeptionalistischen Sondergeschichten zu erzählen, sondern man muss das ganz, ganz stark, wie Sylvia Schraut sagt, im internationalen Rahmen sehen. Das wäre geradezu eine Verharmlosung dieses Phänomens, so wie es eine Verharmlosung von Rassismus wäre, wenn man sagen würde, das war in dieser Zeit ein besonderes deutsches Problem, sondern das war wirklich, war der Rassismus ein Hass, der international aufleuchtete oder der Kolonialismus ein Problem, das eben international zu sehen ist, eine Denkweise, dass man als Mensch über andere Menschen herrschen kann und sie ungestraft zerstören kann, ermorden kann. Das ist wirklich in diesem Ausmaß ganz, ganz wichtig für diese Zeit. Und ich glaube, es ist auch typisch für die Zeit, diese großen Gegenbewegungen. Einerseits diese große Inklusion in den Ländern, also die, wie Sie gesagt haben, Herr Dove, die Menschen werden immer gleicher in den europäischen Ländern und in Nordamerika. Und zugleich wird die Exklusion umso schärfer, was eben die Menschen in den Kolonien dann betrifft.
Und wenn Sie so wollen, betrifft das ja nicht nur jetzt Europa, sondern nehmen Sie Amerika als diese frühe demokratische Entwicklung, wo an der Wiege der Unabhängigkeit eben auch stand, dass die Schwarzen keine Bürgerrechte haben, ja? Also nicht mal nur die Kolonialbürger in den Kolonien, die Amerika zu dem Zeitpunkt nicht haben wollte, aber die Schwarzen im eigenen Land hat man selbstverständlich keine Bürgerrechte zugesprochen. Ja, ich denke auch, dass es ganz wichtig ist, dass dieses Gefühl der Gleichheit, dass es ganz stark dadurch bestärkt wird, in Abgrenzung zum anderen. Die Völkerschauen werden ja in der ganzen westlichen Welt beliebt, also wo die Menschen aus den Kolonien ausgestellt werden. Und das, also als ein Beispiel davon, das gibt natürlich einen Push diesem Gefühl von weißer Gleichheit. Wenn die anderen exotisiert werden, man selber ist zivilisiert und in Abgrenzung zum anderen kann man sich umso gleicher fühlen, sozusagen. Ja, wir sind jetzt schon ganz auf der internationalen Ebene mit den Punkten, die Sie beide jetzt angesprochen haben, sowohl es den Kolonialismus betrifft, aber auch das Kaiserreich selbst. Frau Richter, vielleicht können Sie das nochmal für uns alle nochmal ausführen, wie Sie das Kaiserreich in seiner Entwicklung international in der Entstehung einordnen würden. Ja, also das, wie gesagt, das ist, ich finde das wichtig, dass das in der Zeit gegründet wird, in der einfach klar ist, dass sich Legitimation nicht mehr ohne die Massen, wie man das damals zunehmend nannte, herstellen lässt. Ich hatte das ja ausgeführt, dass in einigen Ländern das allgemeine gleiche Männerwahlrecht eingeführt wird, in anderen wird das Wahlrecht ausgeweitet, Verfassung liberalisiert. Und überhaupt ist eben diese Zeit um 1900, das sagt die Forschung schon lange, das ist das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts, ist das Drittel der Massenpolitisierung. Und ich denke, man hat lange Zeit für das Kaiserreich außer Acht gelassen. Wenn ich sage lange Zeit, dann gilt es nicht mehr für die letzten 10, 20 Jahre, dass Massenpolitisierung eben eine wichtige Voraussetzung ist für Demokratisierung. Und man kann da tatsächlich runtergehen, was hat es für die Menschen im Alltag bedeutet? Das hat einfach bedeutet, dass sie sich viel, viel stärker in Parteien engagieren, dass sie mehr Zeitungen kaufen. Und in Deutschland steigt das Wahlrecht beständig an und liegt am Schluss eben bei ungefähr 84% Wahlbeteiligung. Auch hier sehen wir wieder, wie unwahrscheinlich wichtig das Parlament im Verfassungsalltag geworden ist. Also das ist, denke ich, eine ganz wichtige Entwicklung. Und wir haben die andere schon angesprochen, in diese Zeit gehört eben auch der Imperialismus. Der Militarismus ist ganz, ganz wichtig. Und auch das wäre eine Verharmlosung, so zu tun, als ob das eine deutsche exotische Entwicklung gewesen sei. Militarismus war viel schlimmer und hat insgesamt die Länder sehr, sehr stark in dieser Zeit geprägt. Dazu gehört auch der Nationalismus und da finde ich eben noch ganz interessant, dass Nationalismus einerseits, darauf hat Dieter Langewiesche, unser Kollege, verwiesen, dass Nation ein Gleichheitsvehikel war, also die Nation macht die Menschen gleich. Vor der Nation ist jeder ein Bürger, egal ob er ein Bauer ist oder ein Bankier. Deswegen war Nation auch so unwahrscheinlich attraktiv. Aber Nation hat sich in dieser Zeit sehr stark zugespitzt und wurde immer aggressiver. Auch das kein deutsches Phänomen und immer exklusiver. Auch hier eben wieder diese Bewegung von Inklusion, die sehr, sehr stark die Exklusion befördert. Ich würde es aber trotzdem auch das noch in einen größeren Kontext einordnen. Christoph Nonn, mein Kollege aus Düsseldorf, der sagt, dass die große Basisbewegung dieser Zeit war nicht der Militarismus, nicht der verschärfte Nationalismus und auch nicht der Antisemitismus, auf den wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen, auch der eine der großen Exklusionsbewegungen der Zeit, sondern, so sagt Nonn, die entscheidende Basisbewegung war der Sozialismus. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass wir, wie bei der Frauenbewegung, aufhören, die zu viktimisieren, als reine Opfer ständig auftreten zu lassen, sondern die waren unwahrscheinlich selbstbewusst auch und unwahrscheinlich einflussreich. Die großen Sozialreformen, sie sind natürlich nicht in der Regierung und setzen das um, aber natürlich ist es ihr Druck und natürlich ist es, sind es die Massendemonstrationen, aber auch einfach die Einsicht in anderen Kreisen, dass es nicht geht, dass die Bevölkerung in Not und Elend lebt. Womit wesentlich befördert wird, dass Deutschland dann um 1900 führend wird, was den Sozialstaat betrifft. Auch das übrigens ein ganz, ganz wichtiges Erbe des Kaiserreichs, ein starker Sozialstaat.
Nachdem Sie jetzt gerade die ganz weiten Perspektiven aufgezeigt haben, würde ich gerne noch einmal einen Fokus richten auf das Jahr 1866 und thematisch auch dann nochmal auf das Wahlrecht schauen. Die Forderung nach einem allgemeinen, gleichen und geheimen Männerwahlrecht war eine alte demokratische Forderung, die ja auch dann Eingang in die Paulskirchenverfassung von 1848 gefunden hatte. Doch die Revolution wurde ja niedergeschlagen. Die Monarchen und Konservativen sorgten dafür, dass nach 1848 die Stimmen der wählenden Männer, sofern sie denn überhaupt wählen durften, unterschiedlich gewertet wurden. In den 1860er Jahren hatte Bismarck als preußischer Ministerpräsident im Auftrag seines Königs dann ja die Rechte des preußischen Abgeordnetenhauses unter großen Konflikten beschnitten. Zur großen Überraschung fast aller machte er sich dann im April 1866 plötzlich die Forderung nach der Einführung des allgemeinen, gleichen und geheimen Männerwahlrechts zu eigen. Frau Richter, war der hochkonservative Bismarck plötzlich zum Demokraten geworden? Ja, genau. Also das hatte ich ja schon angesprochen, dass es da ganze Bibliotheken dazu gibt. Und Andreas Biefang ist einer, der das nochmal sehr, sehr gut zusammengefasst hat und der eben auch stark macht, aber Lothar Gall sagt es auch schon, Bismarck ging nicht gegen die Zeit. Er war viel zu klug, um zu sagen, was andere Konservative gefordert haben, dass man das möglichst unterdrückt, diese weltweite Bewegung, dass nämlich Legitimation und Staat einfach zunehmend mit den Massen gebaut werden muss und geschaffen werden muss. Und da hat er eben klar dieses Zugeständnis gemacht. Er hatte viele weitere Motive, zum Beispiel, dass er damit einfach die Liberalen mit ins Boot bekommen hat, dass er sich sehr, sehr stark auf die Paulskirchenverfassung berufen hat. Bismarck hat sich immer mal wieder dazu geäußert und sehr widersprüchlich. Und ich denke, dass das eigentlich dem entspricht, wie Menschen funktionieren, dass sie unterschiedliche Motive haben, dass sie sich im Laufe der Zeit dann auch wandeln. Deswegen ist es, ich denke, die entscheidenden Dinge, warum hat Bismarck das gemacht, das sind schon seit Jahrzehnten gesagt. Und ich würde sagen, es ist interessanter zu schauen, warum wir weltweit das sehen, dass da das passiert, was eben auch im Deutschen Reich passiert. Frau Schraut, sehen Sie das auch so? Ja, also dass Bismarck kein Demokrat war, hat er, glaube ich, im Vorfeld genug bewiesen gehabt. Im Umgang in Preußen mit dem Parlament. Also ich glaube, da würde ich jetzt auch nicht meinen, dass man darüber diskutieren muss, dass es trotzdem politische Gründe geben kann, warum man dann für ein allgemeines Männerwahlrecht eintritt, ist eine andere Frage. Wie man aber zu einem Parlament steht und wie man vor allen Dingen zu einer Opposition steht, hat man dann ja in den nächsten Jahrzehnten im Kaiserreich sehr gut beobachten können. Also Windthorst, Führer der Zentrumsfraktion, sagt irgendwann mal in meinen Augen einen ziemlich klugen Satz im Parlament. Der sagt nämlich, in England, wenn man nicht der Meinung der Regierung ist, dann ist man halt Opposition. In Deutschland, wenn man nicht der Meinung der Regierung ist, ist man Vaterlandsverräter. Und das zeigt schon einen deutlichen Unterschied, wie mit dem Andersdenkenden in diesem Parlament oder in dieser Demokratie, also in diesem Parlament, in diesem durch Wahl entstandenen Meinungsbildungsgremium umgegangen worden ist. Und da haben wir dann ja mit Kulturkampf und mit Sozialistengesetz und anderen Beispielen genügend Beispiele, um deutlich zu sehen, wie man versucht, bei allem allgemeinen Wahlrecht und bei allem auf der Höhe der Zeit sein mit diesen Strukturen, dann doch sehr stark mal zu sagen, ein vaterlandsliebender, staatsloyaler Mensch ist einer, der konservativ ist und hinter Bismarck steht. Höchstens ist er vielleicht noch liberal, aber Katholik sollte er oder politischer Katholik sollte er nicht sein und schon gar kein Sozialdemokrat. Ja, sehr gut. Wenn ich das kurz noch ergänzen darf, dass auch hier sehen wir wieder eine sehr, sehr interessante Entwicklung im Kaiserreich. Der Kulturkampf ist ja in den 1870er Jahren und dann in den 1880er Jahren die Sozialistengesetze. Und das Kaiserreich ist kein monolithischer Block, sondern das entwickelt sich sehr, sehr stark und wird zunehmend liberaler. Also und dieses scharfe Ausgrenzen der anderen, das wird immer mehr eingefordert, dass das
dass man damit aufhört. In Württemberg beispielsweise wird ja auch gezeigt, dass man durchaus mit der Sozialdemokratie zusammenarbeiten kann. Das sollte man auch nicht übersehen. Ein Großteil der Sozialdemokratie hört auf mit der Revolutionsrhetorik. Und dann ist ganz interessant, wenn wir die Zeugnisse der Sozialdemokratie selbst anschauen, zum Beispiel den Vorwärts, dann sehen wir eben nicht diese unterdrückten Vaterlandsverräter, sondern wir sehen, dass die unwahrscheinlich selbstbewusst sind und dass die Sozialisten Gesetze aufhören, schreiben sie sich selber zu und sie schreiben sich aber auch zu, eine zunehmende Zivilisierung, wie sie das nennen. Und dazu gehört ganz klar, dass es, dass der Wohlstand insgesamt angestiegen ist, dass die Arbeitszeit 1900 wird die reduziert auf 10 Stunden am Tag, ein ganz, ganz großer Fortschritt. Insgesamt, das denke ich, ist noch eine ganz wichtige Bewegung, die wir im, oder ein etwas ganz Entscheidendes, was im Kaiserreich passiert und was gerne übersehen wird, nimmt einfach die Armut ganz stark ab und der Wohlstand steigt für alle. Hungersnöte, wie sie in der Mitte des 19. Jahrhunderts noch gegeben hat, sind vollkommen undenkbar geworden um 1900. Die Reallöhne steigen schließlich auch für die Ärmsten an. Also am Ende des Kaiserreichs steht ein einfacher Arbeiter und eine einfache Arbeiterin viel, viel besser da als noch zu Beginn. Und es ist daher auch kein Zufall, dass der Großteil der Bevölkerung sich mit dieser Nation identifiziert. Es geht den Menschen, die haben das Gefühl, es geht ihnen gut. Es gibt Umfragen von 1900 zur großen Jahrhundertwende, macht es eine der, ich glaube, die Leipziger Illustrierte und stellt dann fest, dass die Menschen die Gründung des Kaiserreichs für das große Ereignis halten. Und also dieser Nationalismus, der begründet sich natürlich auf chauvinistischen Gefühlen. Man ist für Aufrüstung, der Nationalismus ist sehr, sehr stark, aber er wird eben auch damit begründet für die Menschen, dass es ihnen einfach besser geht und dass sie ein besseres Leben haben, als ihre Eltern das hatten, als ihre Großeltern das hatten. Ja, sind wir schon mittendrin in der Diskussion um das Wahlrecht und was das Wahlrecht eigentlich für den Demokratisierungsprozess im Kaiserreich auch bedeutet hat. Vielleicht nochmal zurück kurz zum Anfang. Das Kaiserreich macht sich ja eben das allgemeine gleiche und geheime Männerwahlrecht zu eigen, was schon im Norddeutschen Bund davor galt. Wer profitierte denn davon, Frau Schraut? Welche Parteien und welche Bevölkerungsgruppen profitierten von diesem allgemeinen gleichen und geheimen Männerwahlrecht? Also ich würde gerne gleich mal das allgemeine gleiche Männerwahlrecht ein bisschen einschränken. Natürlich haben wir dieses allgemeine Männerwahlrecht. Ausgeschlossen sind aber von der Wahl alle diejenigen, die in irgendeiner Weise Armenhilfe oder Sozialhilfe beanspruchen. Und das ist ja gerade in den vielen Krisen, die wir im Kaiserreich haben, wirtschaftlichen Krisen, in dem Moment, in dem sie irgendwann mal Armutsunterstützung brauchen, verlieren sie ihr Wahlrecht. Das war ein ganz großes Thema für die Sozialdemokratie, wie man damit umgehen soll. Um Ihnen mal ein Beispiel aus Mannheim zu geben, da wird von der bürgerlichen Frauenbewegung wird ein Wöchnerinnenasyl gegründet. Da sollen Frauen kostenlos ihre Kinder bekommen können. Die zielt natürlich auf Arbeiterbevölkerung, die oft in engen Verhältnissen wohnen und Kinder dann auch noch da hineinzukriegen, betrachtet man als schwierig. Und die Stadt, die sehr liberal ist, sagt dann, wir rechnen das nicht aufs Armenrecht an. Da gibt es in Süddeutschland über Jahre hinweg eine heftige Debatte über diese scheinbare Subvention der Sozialdemokratie, dass das nicht aufs Armenrecht angerechnet wird. Also es ist ein Politikum, ein riesiges Politikum. Wenn Sie mal überlegen, was heißt, ein Gefängnisinsasse darf nicht wählen, wenn Sie mal überlegen, was das für Sozialdemokratie geheißen hat. Um Ihnen mal ein Beispiel zu geben, auch hier aus der Region, aus der Pfalz, da haben wir einen Arbeiterführer, für den habe ich mal aufgelistet, wie oft er im Gefängnis saß. 1872 hatte er ein Gerichtsverfahren wegen Volksversammlung. 1874 saß er 8 Wochen im Gefängnis wegen Pressevergehens. 1875 hatte er eine Anklage wegen Beleidigung der Staatsgewalt. 1878 wurde er verhaftet wegen Vergehens gegen das Sozialistengesetz. Da bekam er 2 Monate Gefängnis.
1880, 81 drei Monate Gefängnis wegen Vergehens gegen das Sozialistengesetz, 1882 Verhaftung wegen eines Attentats. Das Attentat bestand darin, dass mit ein paar anderen Arbeitern eine rote Fahne auf dem Schloss Hambach hat aufgehen lassen, und das war dann auch ein Attentat. 1883 hatte er ein Verfahren wegen verbotenem Flugblatt, 1884 wegen groben Unfug, 1884 wegen Vergehen gegen das Sozialistengesetz, 1885 wegen Beleidigung und Übertretung des Pressegesetzes, 1886 Verfahren wegen Tragen einer roten Rose auf offener Straße. Diese rote Rose hat er bei der Beerdigung getragen eines Sozialdemokraten, und das hat ihn dann auch wieder eine Gefängnisstrafe eingebracht. 1887, 88 Verurteilung wegen Verbreitung verbotener Druckschriften. Man kann eigentlich, wenn er nicht gerade Glück hatte, dass seine Gefängnisstrafen immer nicht dann waren, wenn Wahlen waren, kann man davon ausgehen, dass er selber an vielen Wahlen überhaupt nicht teilnehmen konnte. Also, dass alle wählen dürfen, alle Männer, heißt noch lange nicht, dass die Armutsbevölkerung wählen darf, die schon gleich gar nicht, wenn sie in irgendeiner Weise auf Armenunterstützung angewiesen ist. Und was die Sozialdemokratie betrifft, können Sie daran sehen, dass die auch nur begrenzt wählen durfte, je nachdem. Umso erstaunlicher ist es, dass sie da doch immer wieder wachsende Zahlen bekommen haben. Und wenn denken Sie jetzt mal an den Kulturkampfzentrum, eine ganze Menge Pfarrer sitzt im Laufe des Kulturkampfes im Gefängnis. Bischöfe sitzen im Gefängnis, eine ganze Menge Katholiken, die sich als politische Katholiken begreifen und gegen die Kulturkampfgesetze verstoßen, sitzen im Gefängnis. Die können alle auch nicht wählen. Ja, also das ist sehr guter Hinweis. Man muss allerdings auch sagen, das ist natürlich ein Sonderfall. Also das war nicht so, dass Deutschland überproportional viele Gefangene hatte. Also wenn man jetzt diesen Lebenslauf führt, darf man nicht glauben, dass das der normale Alltag eines Arbeiters war oder auch also eines Sozialdemokraten konnte das sehr wohl der Alltag sein. Genau, das war auf jeden Fall, für Aktivisten konnte das der Alltag sein, aber das war nicht der Normalfall. Was ich ganz wichtig finde, ist wieder, dieser Blick ist unwahrscheinlich wichtig, auch dieser kritische Blick, aber wir sollten das nicht, auch hier das Kaiserreich nicht exotisieren. Margaret Anderson hat zuletzt wieder ganz interessant gezeigt, dass zum Beispiel in England, wo ja ohnehin die Wahlberechtigung viel, viel niedriger lag, also zum Vergleich, in Deutschland lag sie vor dem Ersten Weltkrieg ungefähr bei 23% und in England ungefähr bei 16% im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung. Und dort musste, sagt Margaret Anderson, bis zu einem Viertel, wenn ich jetzt diese Zahl richtig im Kopf habe, der Männer, denen ist es nicht gelungen nachzuweisen, dass sie wählen dürfen. Denn anders als in Deutschland, wo es mehr oder weniger eine permanente Wahlregistratur gab, beziehungsweise wo klar war, da mussten die Menschen nicht hingehen und sich registrieren lassen, mühsam, in aller Regel, auch da gab es natürlich Möglichkeiten und wurde manipuliert, aber in der Regel hat das relativ gut funktioniert, mussten in England die Menschen dafür sorgen, dass sie wählen gehen dürfen, dass sie registriert werden. Das konnte wahnsinnig teuer werden und so ist ein ganz, ganz großer Teil der Wähler rausgefallen. Also wenn wir in dieser Zeit reden von Parlamentarismus, von Demokratie, haben wir schon gesagt, ist ohnehin problematisch für die Zeit, sowieso für das Kaiserreich. Wenn wir reden von Wahlen, Wahlrecht, dann ist das was ganz anderes. Egal, ob wir ins Kaiserreich schauen oder ob wir in die USA schauen, hat ja Silvia Schraut schon gesagt, eigentlich hätten die Schwarzen ja per Verfassung das Wahlrecht gehabt und es ist ihnen trotzdem mit tausenderlei Manipulationen und Rechtsverschränkungen entrissen worden. Also das ist schon gut. Sollten wir nicht so tun, als ob das eine heile Welt gewesen sei, sondern das war eben wie in anderen Ländern war das Kaiserreich auf dem Weg zu einer, würde ich schon sagen, ganz klar zu einer Parlamentarisierung. Also ich will auch gar nicht jetzt das Kaiserreich im Vergleich jetzt zu anderen Ländern da in irgendeiner Weise sozusagen relativ schlechter machen. Nur ich finde es ganz wichtig, dass man das hier deutlich sieht. Sie sind im Kaiserreich ins Gefängnis gegangen, wenn Sie in einem Wirtshaus gesagt haben, der Kaiser, das dumme Luder. Und dafür sind Sie ins Gefängnis gegangen. Oder wenn Sie zu einem Streik aufgerufen haben, dann landeten Sie auf der schwarzen Liste der Unternehmer und wurden entlassen. Und damit waren Sie dem Armenunterstützungssystem darauf angewiesen und dann haben Sie Ihr Wahlrecht verloren. Also wir haben ja, fände ich mal eine ganz spannende Sache mal, wenn wir tatsächlich mal Statistiken hätten, die wir nicht haben, wie viele Menschen eigentlich tatsächlich
sich nicht wählen konnten, weil sie politisch im falschen Lager waren. Das ist keine spezifische Situation in Deutschland, darum geht es überhaupt gar nicht, ne? Also ich finde, dass Deutschland, das haben Sie ja auch, Frau Richter, sehr deutlicher gezeigt, im Vergleich zu anderen Ländern auch nicht schlechter wegkommt wie andere Länder in dieser Entwicklung. Kein deutscher Sonderweg. Allgemeines Wahlrecht für alle Männer heißt nicht, dass alle Männer tatsächlich in gleicher Weise politisch Einfluss nehmen konnten überhaupt. Ja, ja. Und ich finde noch eine letzte Ergänzung. Ich finde auch noch ganz wichtig, dass diese diese strenge Zensur, diese sehr eingeschränkte Meinungsfreiheit gilt wirklich für den Beginn des Kaiserreichs, für die ersten 20 Jahre ungefähr. Und das liberalisiert sich sehr, sehr stark in den 1890er Jahren. Und wenn Sie Schriften von Intellektuellen lesen, ab der Zeit um 1900, die machen sich relativ offen über den Kaiser lustig. Also wer ein bisschen Verstand hat, also vor allem Wilhelm II. Wird Ziel von Spott und er wird auch das Ziel von Rechtsextremisten, das ist auch interessant. Aber Max Weber oder so, das ist für die völlig klar, dass das einer ist, den man nicht ernst nimmt. Und ich denke, zu den großen Exotisierungen des Kaiserreichs gehört auch so zu tun, als ob der Kaiser da wirklich eine völlige Überfigur gewesen wäre, die das Denken der Menschen total beherrscht hat. Er war beliebt, auf jeden Fall im Volk, so wie das in Großbritannien mit dem König dort auch war. Das war eine Monarchie und zunehmend haben die Monarchen ja einfach auch so Star-Funktionen übernommen. Man hat sich gefreut, wenn die Prinzessin geheiratet hat und so weiter. Aber dass der Kaiser, der Wilhelm II., eine problematische Figur war, das ist doch einem großen Teil der Bevölkerung nicht entgangen. Und dann ist noch wichtig, dass die bei der Frage, wer hat davon profitiert von dem Wahlrecht, am Ende haben ja doch vor allem die Sozialdemokraten davon profitiert. Das ist doch ganz, ganz wichtig. Und wenn wir die Geschichte erzählen der Sozialdemokratie als Unterdrückungsgeschichte, das ist ein wichtiger Teil, aber dann dürfen wir nicht übersehen, wie selbstbewusst die zunehmend waren und dass sie einfach die meisten Stimmen bekommen. Und auch die Katholiken sind nicht diejenigen, die am Ende da niederliegen. Ganz entscheidend ist doch letzten Endes, dass Bismarcks Innenpolitik völlig gescheitert ist. Mit seiner Anti-Katholiken-Politik kommt er nicht durch und er kommt nicht mit seinen Antisozialisten-Gesetzen durch. Er scheitert und beide Gruppen, sowohl die Katholiken als auch die Sozialdemokratie, geht gestärkt aus dieser massiven Unterdrückung durch Bismarck hervor. Ja, Frau Richter und Frau Straut, vielen Dank für diese Einordnung. Sie haben ja auch beides schon ausgeführt oder ausführlich diese Rolle der Wahlen. Sie, Frau Richter, sind auch schon eingegangen auf die Anstieg der Wahlbeteiligung bis unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg, lag die ja dann bei ca. 85%. Und diese Massenmobilisierung, die damit auch einherging und die Politisierung. Frau Straut, vielleicht können Sie noch ganz kurz für uns einordnen, ob dieser Anstieg an der Wahl, die Anstieg der Wahlbeteiligung und die Mobilisierung der Bevölkerung, ob das ein Indikator für Demokratisierungsprozesse sein kann. Können wir das so werten? Naja, ich sage es jetzt mal ganz flapsig, Hitler hat oder der Nationalsozialismus hat 1939, sagt man auch, dass über 50% der Einwohner Deutschlands hinter Hitler standen. Ist das jetzt ein Beleg für Demokratisierung? Also da wäre ich sehr vorsichtig. Also Masse allein ist es nicht. Ne? Was diese steigende Wahlbeteiligung betrifft, was sicherlich stimmt auf das Kaiserreich bezogen, ist, dass das Reich als solches gegenüber den Ländern immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Wenn Sie 1866 denken, dass dort ganz Süddeutschland noch gegen Preußen gekämpft hat, und wenn Sie die Zeitungen von 1866 im Süden Deutschlands lesen, dann sehen Sie, dass da immer noch die 1848er Erinnerung hochgehalten wird und natürlich eine Nation gefordert wird und ein Nationalstaat, aber auf Volkssouveränität beruht. Und all die Leute, die politisiert 1866 nach Volkssouveränität rufen, in der Tradition von 1848, die sind nicht plötzlich 1871 begeisterte Kaiseranhänger. Aber Frau Richter hat ja vorhin schon darauf hingewiesen, was alles Positives an Vereinheitlichung läuft und wirtschaftlicher Prosperität im Zuge der Industrialisierung und Urbanisierung. Diese chauvinistische Deutschlandsgröße, das hat alles dazu geführt, dass mehr Menschen und immer mehr Menschen, auch gerade im Süden Deutschlands, das Kaiserreich als etwas
interpretiert haben, was lohnenswert und positiv zu sehen ist und nicht als eine preußische Übernahme der süddeutschen Staaten, wie man es vielleicht noch in Folge von 1866 zum Teil gesehen hat. Das hat man 1890 mit Sicherheit nicht mehr. Also dieses Kaiserreich gewinnt an Akzeptanz. Ob das gleichzeitig heißt, dass das ein Weg der Demokratisierung ist, ist eine ganz andere Frage. Entschuldige mich, dass da immer mein Telefon, ich habe es ausgeschaltet, aber es klingelt trotzdem immer dazwischen. Herr Dobe, machen Sie gerade Dann mache ich weiter? gerne weiter. Das Deutsche Kaiserreich von 1871 war ja, wir hatten es schon ein paar Mal angesprochen, kein Zentralstaat, sondern stark föderal geprägt. Es gab weiterhin einen württembergischen König und einen badischen Großherzog. Die Bundesstaaten hatten ihre eigene Verfassung, ihr eigenes Parlament und ihr eigenes Wahlrecht. Ich würde gerne noch einmal den Fokus auf die Zeit der Reichsgründung richten. Frau Richter, wie reagierten Württemberg und Baden in den späten 1866er Jahren auf die Diskussion um die Einführung des allgemeinen gleichen Männerwahlrechts? Und dann im Vergleich dazu, was machte Preußen in der Zeit mit Blick auf die jeweiligen Länderparlamente und Länderwahlrechte? Ja, also Silvia Schraut hat es ja schon gesagt und Sie können da wahrscheinlich auch mehr dazu sagen noch, das wurde ja jetzt auch im Zuge des Jubiläums jetzt 150 Jahre Kaiserreich sehr stark betont, dass die Süddeutschen sehr, sehr kritisch waren. Ich habe jetzt erst neulich einige Zeitungen in Bayern gelesen zu dieser Zeit und wo das bis 1871 noch im Parlament diskutiert wird und dass immer noch Gegner der Einigung hoffen, dass man diese entsetzliche Einheit abwehren kann. Also es gibt ja keine Frage, es gibt hier die ganz, ganz große Skepsis. Was ich noch wichtig finde, weil Sie vorher sagten, Herr Dove, die Revolution wurde niedergeschlagen und dann eben das Dreiklassenwahlrecht. Wir müssen doch auf die Einzelländer schauen und gerade hier, also ich bin jetzt leider nicht in meiner Heimat in Stuttgart, aber gerade in Württemberg oder auch in Baden gab es eine noch viel ältere demokratische Tradition von einem relativ breiten Wahlrecht seit Beginn des 19. Jahrhunderts und auch von Parlamentarismus eben je nachdem, also 1917 ist, glaube ich, die badische Verfassung und die württembergische wenig später. Und die haben ein unwahrscheinlich weites Wahlrecht, das ist auch nicht bekannt. Also in den USA ist das Wahlrecht ist im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung ungefähr, also 3% dürfen ungefähr den oder 3,8% den Präsidenten wählen. Das ist auf kommunaler Ebene ein bisschen mehr, aber es ist so im einstelligen Bereich in dieser Zeit, vielleicht im niedrigen zweistelligen. Und in Baden dürfen ungefähr 18%, die Zahlen sind natürlich nicht ganz einfach zu erheben, aber ungefähr 18% im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung dürfen zu Beginn des 19. Jahrhunderts wählen. Natürlich haben die nicht, hat die Wahl nicht die gleiche Bedeutung wie in den USA und natürlich haben die Parlamente oder die Landstände, wie man sie nennt, nicht die gleiche Macht wie in den USA, aber es gibt diese Tradition und ich hatte auch schon gesagt, die Einzelländer, die Bevölkerung ist wirklich stolz auf diese Verfassung. Es gibt große Volksfeste, wo die Verfassung gefeiert wird. Und ich denke, dass wir viel, viel stärker sehen müssen, dass diese Traditionen natürlich mit ins Deutsche Reich kommen. Das Deutsche Reich war nicht nur Preußen, Preußen war dominant, 2/3 ungefähr, aber es gab eben auch diese sehr, sehr freiheitlichen, liberalen Traditionen. Ganz zu schweigen davon, dass es 3 Stadtrepubliken auch gab im Kaiserreich. Also das war viel, viel mehr als dieser monolithische, autoritäre Block. Das denke ich doch, dass das sehr wichtig ist, das zu sehen. Und 48, 49, die Paulskirchenverfassung wurde niedergeschlagen. Das ist richtig, ganz dramatisch. Die Bürger leiden noch lange darunter. Die Liberalen reden immer wieder davon. Das war wirklich ihr Projekt. Aber nach 48, 49 führen dann auch die letzten deutschen Länder Verfassungen ein. Außer den beiden Mecklenburgs, die sehr, sehr oft einfach immer hinterherkommen. Aber es ist einfach dann in dieser Zeit wird schon klar, wohin das geht und was dann Bismarck auch akzeptiert bei der Reichsgründung. Es lässt sich Staaten nicht mehr ohne das Volk machen, wie man das nennt, Verfassung und Legitimation lässt sich einfach nicht mehr ohne die Massen herstellen. Ja, mit Blick auf die Uhr, weil wir auch dann die Teilnehmer auch irgendwann einbeziehen würden, würde ich jetzt ein bisschen schon springen und so ein bisschen zu unseren abschließenden Fragen schon kommen.
Frau Schraut, wenn wir den Demokratisierungsprozess anschauen im Kaiserreich, das schlägt sich ja nicht nur in der Verfassung nieder, sondern das muss ja auch gelebt werden. Wo wurde denn solches demokratisches Handeln gelernt? Welche politischen Akteure sind da für Sie vorbildlich oder wichtig im Kaiserreich, Vorkämpferinnen und Vorkämpfer der Demokratie? Also für mich gibt es da zwei Phänomene. Einmal der ganze Bereich der Bewegungen, der Reformbewegungen und der Frauenbewegung, auch natürlich der Arbeiterbewegung. Das ist ja schon alles genannt worden. Aber gerade wenn man an die Reformbewegungen denkt, Sie haben den Verein für Sozialpolitik, Sie haben die Institution der Städtestatistiker, die Institution fürs Armenwesen, also reformorientierte Debatten ohne Ende, in denen sich im Kaiserreich an unterschiedlichen Stellen das reformorientierte Bürgertum trifft und über eine bessere Staatlichkeit, eine bessere Sozialstaatlichkeit und eine bessere Welt nachdenkt und versucht auch Projekte umzusetzen. Das ist eine ganz, ganz starke Bewegung, die wir da haben. Und dann haben wir natürlich auch die Frauenbewegung, die in meinen Augen immer viel zu kurz kommt, wenn man sagt, Deutschland wir haben ein Sozialstaatsmodell, dann wird ja immer auch Bismarck genannt mit dem Sozialstaatsmodell. Man müsste aber auch immer gleichzeitig die Frauenbewegung nennen, die im Prinzip ganz viele soziale Einrichtungen aufbaut und die Akzeptanz dafür, dass die öffentliche Hand dafür verantwortlich ist, soziale Grundlagen zu schaffen oder sie zu stabilisieren, in breite Bevölkerungskreise hineinträgt. Also das sind sicher Demokratisierungselemente. Und das zweite Element, was ich sehr stark betonen würde, ist die Stadt, und zwar die sich industrialisierende, urbanisierende Stadt. Da haben Sie ja nun alle, und wie im Reagenzglas, alle sozialen Probleme, die es im Zuge der Industrialisierung und Urbanisierung gibt. Und Sie haben Gemeinderäte, in denen früh auch schon die Sozialdemokratie einzieht, stärker einzieht, wie das zum Teil dann auf Reichsebene erstmal ist, in der die Leute nebeneinander sitzen, ne, um den Ofen außenrum und gemeinsam darüber diskutieren, ob die Straßenbahn erst nach links oder nach rechts fährt. Und in der viel diese Elemente sich entwickeln, wo die Sozialdemokratie zur Reformpartei wird, weg von der Revolution, weil sie mitbestimmen kann, ob Schulen gebaut werden oder als die Gaslaternen eingerichtet werden. Und dieses Denken über Krankenhäuser, Schulen, Infrastruktur, Stadtentwicklung, Baupläne und. Also all die Probleme, die ein moderner Industriestaat mit sich bringt auf der kommunalen Ebene, da haben Sie ein wahnsinnig spannendes, interessantes Feld im Kaiserreich, in der wirklich richtig viel passiert und in der auch gerade das Unternehmertum bereit ist, große Verantwortung zu übernehmen. Also das, was die an Steuern sparen oder was sie vielleicht an Löhnen sparen, sind sie auf der anderen Seite bereit, dann für die Stadtentwicklung auch auszugeben und fühlen sich da auch verantwortlich, was ihnen dann natürlich wieder Akzeptanz in der eigenen Arbeiterschaft oder in der Stadtbevölkerung einträgt. Aber da wächst was zusammen. Da wächst was zusammen im Sinne von, wir alle gemeinsam tragen Verantwortung dafür, wie sich unsere Kommune entwickelt. Und damit natürlich nicht die Kommune, sondern auch der Kreis und so weiter und so weiter. Also da sehe ich viele Demokratisierungselemente außerhalb der großen Parlamente, bestenfalls also im Gemeinderat, die ich aber für sehr, sehr wichtig halte. Ja, finde ich auch nochmal total wichtig, die Frauenbewegung. Also ich hatte ja vorher Christoph Non zitiert, dass er sagt, die eigentliche Basisbewegung der Zeit ist die Sozialdemokratie. Und ich glaube, womöglich war die Frauenbewegung noch wichtiger, weil in dieser Zeit die Geschlechter oder die nicht die vielleicht nicht die Frauenbewegung, sondern die neue Geschlechterordnung, die plötzlich denkbar wird. Also und zu der natürlich die Frauenbewegung ganz, ganz wesentlich beiträgt. Dass es denkbar wird, dass Frauen gleich sind, dass Frauen wählen können, was eben, wie gesagt, 50 Jahre vorher, aber auch noch in den 1860er Jahren ist das ein völlig abwegiger Gedanke. John Stuart Mill gelingt es, ins englische Parlament einzubringen und dort wird es ganz kurz tatsächlich da diskutiert und dann sagt aber einer der wenigen, die bereit sind, sich überhaupt zu äußern, sagt, wir fühlen ja schon, dass das absurd ist. Also das ist einfach noch ganz weit weg und in dieser Zeit, das ist eben, denke ich, eine Frucht dieser Massenpolitisierung und dieser Demokratisierungsprozesse,
dass die Gleichheit immer plausibler wird und dass eben auch die Gleichheit der Frauen denkbar wird. Sie wird immer noch sehr, sehr stark abgelehnt. Je stärker die Frauenbewegung war, desto stärker der Antifeminismus. Auch das hat man für die deutsche Geschichte lange missverstanden, als ob das eine einzige Geschichte des Antifeminismus ist. Aber Ute Planert hat Vergleichen sehr schön gezeigt, in Ländern, in denen die Frauenbewegung stark war, ist auch die Gegenbewegung sehr, sehr stark. Und dann würde ich auch noch mal unterstreichen, diese Zusammenarbeit auf lokaler Ebene der Sozialdemokratie, was Silvia Schraub gesagt hat, Liberale und Katholiken. Während des Ersten Weltkriegs schon kommen ja die zusammen und übernehmen im Parlament dann Liberale, Sozialdemokratie und Katholiken übernehmen die sozusagen die Verantwortung. Und diese Tradition geht ja dann bis weit in die Bundesrepublik hinein. Das sind wirklich die drei zentralen Kräfte sozusagen. Und erst als die Grünen aufkommen, sehen wir eigentlich eine neue, nochmal eine neue Kraft. Aber das, denke ich, ist auch ganz, ganz wichtig, dass die Menschen eben schon während des Kaiserreichs das klar war, dass man zusammenarbeitet und dass das entscheidende Reformkräfte sind, die die Gesellschaft nach vorne bringen können. Bevor wir unsere Runde für Fragen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer öffnen, möchte ich unsere Referentin noch einmal um ein ganz kurzes Statement, vielleicht in ein oder zwei Sätzen bitten. Wo ist für Sie der Ort des Kaiserreiches in der deutschen Demokratiegeschichte? Frau Schraut? Ja, es ist eine konstitutionelle Monarchie und eine konstitutionelle Monarchie ist ja schon mal im Sinne der Demokratieentwicklung besser als eine absolute Monarchie. Und es ist ein Ort, an dem man sich sehr genau angucken kann, was eine Demokratie möglicherweise in Zukunft bringen muss, ne? Nämlich den Ort einer konsensfähigen Auseinandersetzung unterschiedlicher politischer Meinungen und unterschiedlicher Wertorientierungen. Das gelingt an unterschiedlichen Orten unterschiedlich und in unterschiedlichen Zeiten. Im Kaiserreich unterschiedlich. Was aber auch für mich das Kaiserreich sehr deutlich ist, ist der Ort, wo ein großer Teil des Bürgertums nicht zur Demokratie findet, was sich dann in Weimar ja entsprechend auswirken wird. Frau Richter? Ja, kann ich mich eigentlich anschließen. Also ich würde betonen, es ist die Zeit der Massenpolitisierung, die eben sehr, sehr wichtig ist. Ohne die funktioniert Demokratisierung nicht. Und dann würde ich eben sagen, es ist die Zeit, in der ganz systematisch die alte Geschlechterordnung hinterfragt wird. Und die Zeit eben, die sozusagen den Boden bereitet dafür, dass dann relativ problemlos und schnell und auch überhaupt nicht diskutiert wird, dass nach dem Ersten Weltkrieg dann das Wahlrecht eingeführt wird. Für die Frauen, das allgemeine gleiche Wahlrecht. Ja, ich danke Ihnen beiden, Frau Richter und Frau Schraut, ganz, ganz herzlich für Ihre abschließenden Statements. Und wir möchten jetzt gerne die Runde öffnen und für die Fragen von Ihnen allen, für die Fragen des Publikums. Manche haben ja bereits Fragen gestellt und wir werden alle sind aber auch eingeladen, noch weitere Fragen zu stellen über die Chat-Funktion. Und wir werden diese jetzt gesammelt an die Referentin weitergeben. Und jetzt, ja. Ich schaue mal, es sind schon eine Reihe von Fragen eingegangen und die leider bei mir auch relativ klein sind, deswegen schaue ich so komisch jetzt für Sie in die Kamera. Eine Frage an Frau Schraut, fangen wir damit einfach an. Welche konkrete Rolle spielen denn die Frauen generell zur Zeit des Kaiserreichs? Eben weil sie mehrfach den Frauen eine eher untergeordnete Rolle zugeordnet haben, wenn sie ihnen dann insgesamt dann doch eine nicht unwichtige Rolle dann für unsere Fragestellung zuweisen. Also ich würde sie auf der politischen Bühne jetzt als statt Politik verstanden als parlamentarische Politik eine untergeordnete Rolle zuschreiben, weil sie da keinen Eingang finden. Und es ist ja auch noch kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs so, dass gerade in Württemberg und Baden man heftig damit beschäftigt ist, nachzuweisen, dass Frauen überhaupt nicht politikfähig sind, ne? Also im Parlament. Also es ist die parlamentarische Ebene. Aber Frauen in der Gesellschaft kann man ihre Bedeutung überhaupt nicht überschätzen. Sie sind ganz, ganz wichtig und Frau Richter hat ja auch darauf hingewiesen, dass sie einen immer größeren Raum für sich erobern, gerade was den ganzen Bereich von Sozialpolitik im weitesten Sinn betrifft. Dass da mit einher dann auch ein Hinterfragen von Geschlechterrollen verbunden ist, würde ich mit drei Fragezeichen versehen, weil die
bürgerliche Frauenbewegung, und es ist ja nun überwiegend eine bürgerliche Frauenbewegung, an dem Geschlechtermodell nur am Rande kratzt. Also, dass eine verheiratete Frau, eine verheiratete Bürgerin natürlich selbstverständlich nicht mehr berufstätig ist, war für die alten Frauenbeweglerinnen selbstverständlich, und das haben sie auch noch in Weimar so vertreten. Also es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie sehr die alten Frauenrechtlerinnen in Weimar im Prinzip ihrem eigenen Geschlecht in den Rücken fallen. Also man muss hier genau hingucken. Sie erweitern ganz intensiv die Räume für Frauen, die kulturellen Räume, die wirtschaftlichen und die sozialpolitischen Räume. Aber Geschlechterrollen per se, habe ich so meine Fragen, ob Sie die wirklich in Frage stellen. Das finde ich auch wichtig. Also das ist, die arbeiten ja sehr stark mit dem Differenzfeminismus, wie man das heute nennt. Also dass einfach die Geschlechter ganz anders ist, das ist ja ein ganz wichtiges Argument für die Frauenbewegung. Also da stimme ich total zu. Ich würde auch nicht sagen Geschlechterrollen, aber die alte Geschlechterordnung wird doch sehr, sehr stark hinterfragt, würde ich sagen. Nämlich die selbstverständliche Unterordnung der Frau, die selbstverständliche Minderwertigkeit der Frau wird doch jetzt sehr und auch Inkompetenz der Frau für alles, was sozusagen über den Kreis des Hauses hinausgeht, denke ich, wird in dieser Zeit, wie Sie auch gesagt haben, sehr stark hinterfragt. Also ich würde Ihnen da sehr zustimmen, Frau Schraud. Wir dürfen nicht vergessen, dass mit dem BGB, was ja sehr lange bis heute eigentlich als ein ganz fortschrittliches bürgerliches Gesetzbuch gilt, 1895 erarbeitet, 1900 dann gültig, klargestellt wird, dass eine Frau, die heiratet, den Zugriff auf ihr Vermögen verliert, sondern selbstverständlich der Mann den Zugriff zu diesem Vermögen hat, und wenn das halt verbraucht, ist es halt weg. Und das ist ja nun alles andere wie eine fortschrittliche Vorstellung, ne? Ja, Nur dann mal, um es zu nennen, ne? haben wir eine weitere Frage an Frau Richter diesmal. Frau Richter, Sie sagten, das Kaiserreich sollte weniger exotisiert werden. Meinen Sie, dass sich das auf die Aneignung der Symboliken oder durch etc. durch rechte Neonazis positiv oder negativ auswirken würde? Entschuldigung. Also welche, ich glaube, ich versuche mal die Frage zu verstehen, Und ob genau das steht. sozusagen, ob ich verstehe das so, ob Rechtsextreme das sozusagen als eine Bestätigung sehen würden. Also wenn die Frage so gemeint ist, würde ich sagen, nein, auf keinen Fall. Denn den Rechtsextremen ist es ja, die Reichsflagge schwenken, ist es ja ganz wichtig, dass dieses auserwählte Deutsche Reich ist, das ganz großartig war und zu dem wir zurückkehren würden. Und auf keinen Fall. Ein Ende der Exotisierung bedeutet überhaupt nicht, nicht auf die problematischen Seiten hinzuweisen. Wie gesagt, ich finde es gut, dass man endlich die Forschung macht es schon länger, aber dass es auch in der Öffentlichkeit stärker diskutiert wird, dass man auf an den Kolonialismus zum Beispiel hinweist. Also insofern würde ich sagen, Ende der Exotisierung kommt diesen Menschen ganz bestimmt nicht entgegen, weil die ja doch ihre ganz eigene Sonderwegserzählung für Deutschland haben. Ja, zum Kolonialismus, da Sie das gerade erwähnt haben, sind ja auch ganz am Anfang bereits, als wir darüber gesprochen haben, am Anfang des Gesprächs auch Fragen eingegangen. Das würde ich mal versuchen zu subsumieren. Ein Teilnehmer fragt nach dem gerade in den Presse ja auch herrschenden Denkmaldiskussion in diesem Kontext, wie Sie das sehen, die Diskussion um die Denkmäler aus der Kaiserreichszeit. Genau. Wer soll antworten? Fangen Sie Das gerne steht an, hier nicht Frau. dabei. Sie können frei wählen, wer antworten möchte. Wir können ja beide antworten, ist ja kein Problem. Also Ich kann. ich finde diese Erinnerungskulturdebatte unheimlich wichtig, weil wir uns ja immer wieder rückvergewissern müssen, an was wollen wir uns in öffentlichen Räumen erinnern und in welcher Form. Ist Denkmalsturz wirklich das Richtige? Aber sie unkommentiert stehen zu lassen, egal jetzt welche Denkmäler, geht ja auch nicht. Wir haben heute keine Hitler-Statuetten mehr in Deutschland mit gutem Grund, ne? Also da kann man es ja sehr deutlich zeigen. Es gibt manchmal Denkmäler, die man einfach nicht mehr stehen lassen kann. Aber es gibt Denkmäler, die man ihre Zeit lassen kann und dann überlegen kann, ob man sie beispielsweise kommentiert. In Karlsruhe, um mal so ein Beispiel zu machen, hat nach dem Zweiten Weltkrieg eine Wehrmachtseinheit ein Denkmal an die Verstorbenen ihrer Wehrmacht
Wehrmachtseinheit aufgestellt und dann kam in den 1980er Jahren über ein Forschungsprojekt in Trier raus, dass diese Wehrmachtseinheit verwickelt war in Kriegsverbrechen. Und dann hat die Stadt Karlsruhe ein Symposium gemacht, alle möglichen Leute eingeladen aus den unterschiedlichen Bereichen, die darüber öffentlich diskutiert haben, was macht man jetzt mit diesem Denkmal. Und die Stadt hat sich dann entschieden, das Denkmal stehen zu lassen, hat daneben aber eine große Stele gestellt, wo auf die Kriegsverbrechen dieser Wehrmachtseinheit hingewiesen wird. Es ist also jetzt zu einem Ort der Debatte und ein Ort der Diskussion geworden über die Frage, wie gehen wir mit unserer Erinnerung um? Vielleicht ist es sehr viel besser, als einfach ein Denkmal einzureißen. Diese Frage, kann man für irgendwelche kolonialen Kriegsherren, die an Völkermord beteiligt sind, Denkmäler oder Straßennamen stehen lassen, unkommentiert? Aus meiner Sicht sicherlich nicht. Weiß ich, wie es Frau Richter sieht. Ja, nee, würde ich Ihnen total zustimmen. Also ich denke auch, es ist überhaupt kein Tabu, also Denkmal auch mal abzureißen. Und wir machen auch Stalin-Denkmäler, reißen wir Gott sei Dank ab. Es gibt keine Hitlerstraßen mehr. Also genauso würde ich auch sagen. Und ich denke aber auch, dass es gut ist, wenn wir dann ein Denkmal jetzt von der Wehrmacht beispielsweise, dass wir das dann nicht nur mit einem Schild kommentieren, das wurde ja immer wieder eingefordert, weil einfach das Visuelle dann des alten Denkmals viel stärker ist, sondern wie Sie sagen, Frau Schrau, dass man dann auch visuell was Starkes gegensetzt. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und dann hat man viel, viel mehr gewonnen, als wenn man das Denkmal einfach eingerissen hätte. Wobei ich auch sagen muss, das ist ein bisschen ein Buhmann, der aufgebaut wird, denke ich, von konservativer Seite, dass es da große Mächte gibt, die alle Denkmäler einreißen wollen. Ich glaube, dass das nur sehr wenige fordern. Ich habe hier noch eine längere Frage, die ich Ihnen jetzt vortragen soll. Mehrfach wurde die Massenpolitisierung im Deutschen Kaiserreich beschrieben und das auch als Voraussetzung für Demokratisierung genannt in der Forschung. Gleichzeitig, so sagte der Fragesteller weiter, sehe ich eine massenhafte Emotionalisierung für das monarchische System mit Feiern von Kaisergeburtstag und Ähnlichem. Kann man sagen, dass dann 1918-19 offenbar die Emotion über die Demokratisierungsentwicklung siegte und die Sehnsucht nach dem Kaiser und dem Kaiserreich sich als Belastung für die Weimarer Republik erweist? Mehrfach wurde die Massenpolitisierung im Deutschen Reich beschrieben. Achso, das geht jetzt nochmal los, Entschuldigung. Also die Frage nach der Rolle der Emotionen und nach der Sehnsucht nach dem Kaiserreich und dem Kaiser in der Weimarer Republik. Ja, kann ich damit anfangen, Frau Schraud, ist das in Ordnung? Ja, okay. In der Weimarer Forschung gibt es eine ganz ähnliche Tendenz wie in der Forschung des Kaiserreichs, dass man das nicht mehr rein auf 1933 gerichtet sieht, also als reine Vorgeschichte von 1933. Wobei ich dazu sagen will, ich denke, niemand kann Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, deutsche Geschichte machen, ohne dass der Nationalsozialismus und das Menschheitsverbrechen des Holocaust im Raum ist. Also das ist nicht etwas, was wir irgendwie ausklammern wollen oder was man nicht in der Geschichte haben will. Das ist immer drin. Ich denke nur, wir machen es uns viel, viel zu einfach, wenn wir so einen klaren Weg vom Kaiserreich, womöglich noch von Luther her zum Nationalsozialismus sehen. Ich denke, das ist viel komplizierter. Ich denke, wir müssen den Nationalsozialismus als ein Phänomen sehen, das aus einer Demokratie hervorgeht. Das ist viel unheimlicher, viel unangenehmer und auch viel komplizierter zu erklären. Aber die Weimar-Forschung macht eben auch stark, dass das nicht einfach die von vornherein gescheiterte Republik ist, sondern zeigt auch, dass seit relativ langer Zeit, zum Beispiel mein Kollege Tim B. Müller, dass das doch viele Jahre sehr, sehr gut funktioniert hat und dass 1918, 1919 die Menschen vollkommen aus der Bahn geworfen sind, ist ja wenig überraschend. Dazu brauchte man gar nicht eine große Emotionalisierung durch den Monarchen. Also das war einfach, die wurden jahrelang belogen und betrogen und dann war der Krieg verloren. Und Versailles ist auch klar, wurde als große Schmach empfunden. Wir wissen heute, dass der Vertrag gar nicht so dramatisch war tatsächlich, aber er wurde damals von allen politischen Lagern, auch von den Linken, als ganz, ganz ungerecht empfunden. Also da denke ich, dass es eine Weile gedauert hat, bis sich Weimar
stabilisiert hat, ist wenig erstaunlich. Aber wir sollten nicht aus dem Auge verlieren, dass Weimar doch über viele Jahre hinweg eine Republik war, die sehr, sehr gut funktioniert hat und auch wichtige Grundlagen dann gelegt hat für die Bundesrepublik, zum Beispiel was den Sozialstaat betrifft. Zuerst soll ich. Wollen Sie noch gerade ein bisschen ergänzen. Ja. Dieses Thema, was wir vorhin ja schon mal angesprochen haben, ist Massenpolitisierung gleich Demokratisierung? Da muss man halt viele Fragezeichen machen, weil auch der Faschismus oder Nationalsozialismus oder was immer Sie nehmen, hat Massen mobilisiert, ohne dass es Demokratisierung geheißen hat. Da muss man schon hingucken, was wollen denn dann die Massen und wofür treten sie ein? Also nicht die Masse per se ist demokratisch, ja, sondern die Masse, die auf demokratischen Rechten fußt, treibt Demokratie voran. Und Emotionalisierung betrifft. Ich selber bin jemand, der mit Emotionen in der Politik so seine Schwierigkeiten hat, und zwar jetzt egal in welcher politischen Phase. Und mir gefällt dieses Heinemann-Zitat sehr gut. Heinemann ist mal gefragt worden, ob er Deutschland liebt. Und dann hat Heinemann gesagt, ich liebe nicht Deutschland, sondern meine Frau. Sagt alles. Ja. Und dann, ja, also das finde ich auch sehr schön. Ich denke auch, dass es falsch ist, was man, ich habe das in der Schule immer und immer wieder gehört, Weimar hätte darunter gelitten, dass es zu nüchtern war. Das denke ich auch, also würde ich nicht zustimmen. Oder auch Europa leidet darunter, dass es so bürokratisch ist. Oft ist Nüchternheit und eine gut funktionierende Wirtschaft viel, viel wichtiger für Demokratie. Und aber ich will nochmal, was diese Emotionen betrifft, für den Monarchen, unbedingt der Hinweis, das gab es, aber das war ein internationales Phänomen. Die allermeisten Länder waren Monarchien und haben eben ihren Monarchen gefeiert wie ein Superstar. Das ist für uns heute befremdlich. Und das musste, und Monarchie stand keineswegs grundsätzlich im politischen Denken der Zeit im Gegensatz zur Demokratie. Also die Parlamentarisierung in Großbritannien hat ja unter der Krone stattgefunden, und viele Denker im 19. Jahrhundert sagen, das Problem ist der Adel, es ist der Feudalismus, aber nicht die Monarchie. Und wir sehen ja auch heute viele der monarchischen, sehr stabile Demokratien haben einen Monarchen. Auch das muss man bedenken, wenn man über das Kaiserreich redet, dass Monarchie per se für die Menschen damals nicht das Symbol für Antidemokratie war oder für Antiliberalismus oder für alles, was progressiv gewesen ist. Ich möchte mehrere Fragen versuchen zusammenzufassen, die sich auf einen Themenzusammenhang dann beziehen. Und zwar die Geburt des Kaiserreiches aus dem Krieg, was das für die politische Kultur bedeutet, die Frage nach dem Militarismus und nach der Stellung des Militärs, der Armee, des Militärischen in der Gesellschaft und im politischen System und in der Verfassung. Was das jetzt für unsere Fragestellung nach der Demokratie und nach dem Ort der Demokratiegeschichte zu sagen hat. Frau Richter, wollen Sie anfangen? Also der Militarismus war stark, auf jeden Fall irritierend stark aus heutiger Sicht. Und auch hier wieder der Hinweis, das sah in anderen Ländern nicht so groß anders aus. Das macht es nicht weniger schlimm, weil der hat sich ja immer mehr zugespitzt, und wir wissen, dass es in den Ersten Weltkrieg führte. Aber auch hier sollten wir das nicht als ein deutsches Phänomen betrachten. Die Historikerin Mareike König hat gerade erst mit einer Kollegin eine vergleichende deutsch-französische Geschichte rausgebracht und widmet sich da auch ausführlich dem Militarismus. Und sie zeigt beispielsweise, dass jetzt in französischen Schulen wurden Kinderbataillone eingerichtet. Für die Franzosen war das ein wahnsinniger Schock, dass sie diesen Krieg verloren haben. Wahrscheinlich sind sie auch deswegen relativ leichtfüßig in den Krieg gezogen. Viele hatten sich ja gewundert, warum Napoleon bereit war, in diesen Krieg zu ziehen und den sozusagen
relativ leichtfertig diesen Krieg angefangen hat. Aber die Franzosen galten bis dahin einfach als die große Militärmacht. Das muss man auch bedenken. Keineswegs die Preußen, die eben doch gegen Napoleon verloren hatten. Und es dauerte dann eben bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, dass Preußen dieses militaristische Image bekommen hat. Aber eben Militarismus spielte auch für andere Länder eine große Rolle. Oder zum Beispiel dieser ganze Flottenhype, den wir in Deutschland sehen, der, glaube ich, auch in keinem Schulbuch fehlt, das haben die Deutschen den Engländern nachgemacht. Der berühmte Matrosenanzug, der immer wieder beschworen wird, um zu zeigen, wie durchmilitarisiert die deutsche Gesellschaft war, stammt aus Großbritannien. Also das ist ein internationales Phänomen, wobei ich auch hier sagen würde, die Menschen hatten ein ganz anderes Verhältnis zum Militarismus, als wir das heute haben. Aber noch wichtiger war eben definitiv die Sozialdemokratie. Also das war etwas, was wirklich die Gesellschaft erschüttert hat, was die Menschen gefesselt hat, was sie auch emotional gefesselt hat. Die einen in Schock aus Angst vor der Sozialdemokratie, aber eben auch viele hat es begeistert, diese Vorstellung von einer gerechteren Gesellschaft, von einer gleicheren Gesellschaft. Frau Schrott, wollen Sie was ergänzen, oder sonst würde ich einfach weitermachen. Genau, wir haben hier tatsächlich noch etliche Fragen gestellt bekommen. Vielen Dank Ihnen allen dafür. Ich würde weitermachen mit einer Frage, die in eine andere Richtung lenkt. Wir haben im Gespräch ja auch kurz schon den Antisemitismus gestreift. Und darauf richtet sich jetzt nochmal eine Frage. Wie würden Sie das Verhältnis von deutschen Staatsbürgern jüdischen Glaubens, wie Sie sich selbst nannten, und der christlichen Mehrheitsgesellschaft einschätzen? Miteinander, nebeneinander, gegeneinander oder alles? Können wir Frau Schraut jetzt hören? Ja. Ja, ja, wollen Sie anfangen? Ich kann auch gerne, wenn Sie erst wollen, brauche ich das auch gut. Ich kann auch hinterher was sagen. Okay, gut. Also ich denke, dass das ganz unterschiedlich war. Auch das hat sich sehr stark entwickelt. Es gibt eine sehr beeindruckende Studie, die das ganz konkret vor Ort angeschaut hat, in Breslau, nämlich von Till van Raden. Und der sagt, dass der Antisemitismus, dass letzten Endes das inkludierende Bürgertum stärker war, was über diese Stadt zeigen kann, die allerdings eine sehr liberale Stadt auch war, als der Antisemitismus. Der ist nie verschwunden, der Antisemitismus, aber das war nicht die prägende Kraft und der Großteil der jüdischen Bevölkerung hat das auch nicht als das Entscheidende empfunden. Sie identifizieren sich ja sehr, sehr stark, die Frauen und Männer jüdischen Glaubens identifizieren sich ja sehr stark mit der deutschen Nation. Das ist ja bekannt, auch im Ersten Weltkrieg, wie wichtig das den Männern gewesen ist, dass sie dann eben dafür die deutsche Nation in den Krieg ziehen. Das heißt nicht, dass es keinen Antisemitismus gab. Das war natürlich ein Problem. Das war in ganz Europa ein Problem, auch in den USA übrigens. Aber das war tatsächlich auch für Jüdinnen und Juden nicht das Ausschlaggebende in ihrem Verhältnis zu Deutschland und zu den christlichen Deutschen. Also ich denke, das haben wir ja vorhin auch schon als Thema gehabt, dass wenn eine Bewegung entsteht, auch immer eine Gegenbewegung entsteht. Und man kann den Antisemitismus im Kaiserreich schon auch als Gegenbewegung zur Integration der Juden in die deutsche Gesellschaft sehen. Sei es, dass sie sich selber integriert haben oder sei, dass sie auch rechtlich eben mehr und mehr gleichberechtigt wurden. Das ändert nichts daran, dass Stereotype, Negativstereotype natürlich ganz schnell hochzuholen waren und die Frage jetzt, ob jemand eine Hakennase hat oder nicht oder sowas plötzlich zum Klischee wurde, was ganz unheimlich wichtig war und ganz schnell, wenn man irgendjemanden zum Feind erklärt hat, dann auch antisemitische Argumente bei der Hand waren. Die haben eben 2000 Jahre Tradition, also das ist ja nun nicht so, dass sie aus dem Nichts entstanden sind, sondern wir haben Antijudaismus, der in unserer Kultur, in unserer christlichen Kultur sehr stark verankert ist, dass er dann irgendwann mal rassisch aufgeladen wird und dass das im späten 19. Jahrhundert passiert und dann immer mehr pervertiert wird und immer schlimmer wird, ist eine Sache. Aber Antijudaismus ist in unserer Kultur natürlich verankert und bei Bedarf, wie was weiß ich was, Vorurteile gegen Sinti und Roma oder was auch immer sie jetzt nehmen wollen, ganz schnell hochzuholen sind, wenn Bedarf existiert, jemanden zu diskriminieren. Ja?
Ja, das finde ich sehr, sehr gut. Ich kann es noch mit einem kleinen Detail ergänzen, also um das zu unterstreichen, wie tief der Antisemitismus auch verwurzelt war. Also ich denke, dass der an der Oberfläche immer weniger wichtig wurde, wenn man Thiel van Raden folgt. Aber zum Beispiel gab es einen Großteil der Schönheitsoperationen, die Männer vornehmen haben lassen, war ihre Nase zu begradigen. Und das zeigt einfach ganz, ganz deutlich, dass es genau diese Bilder gab und dass dieser Antisemitismus wie so ein Grundrauschen in der Bevölkerung da war. Ich möchte noch einen Aspekt vortragen, den wir bis jetzt noch kaum in den Blick genommen haben, die letzten 4 Jahre des Deutschen Kaiserreichs, nämlich die Zeit des Ersten Weltkriegs. Und dort und auch mit Blick auf diese Zeit fragt einer der unserer Zuschauer, ob ein Mehr an Demokratie im Kaiserreich möglicherweise dazu geführt hätte, dass es ein früherzeitiges Kriegsende gegeben hätte, dass man früher zu einer Friedensbereitschaft oder zur Einleitung von Friedensverhandlungen dann gekommen wäre. Was meinen Sie, Frau Staudt? Ja, also ich weiß nicht, ob jetzt mehr an Demokratie, aber nehmen wir mal einzelne Bereiche aus der Demokratie heraus, zum Beispiel Pressefreiheit, ne? Wir haben üblicherweise, und es ist auch heute so, in Kriegszeiten keine Pressefreiheiten, ne? Sondern Pressefreiheit wird sehr stark eingeschränkt. Wenn man in Deutschland sehr viel früher gesehen hätte, dass dieser Krieg nicht gewonnen wird, hätte natürlich sich auch eine Bewegung zum Kriegsbeenden vielleicht schneller formieren können. In dem Maße, in dem dann immer noch Erfolgsnachrichten kamen und ein Teil des politischen Bürgertums zumindest aus allen Wolken fallen konnte, als dann die Niederlage tatsächlich nicht mehr wegzudiskutieren war, dann hatte man halt eine Basis für eine Dolchstoßlegende, die man nicht gehabt hätte, wenn ehrliche Nachrichten über den Frontverlauf und die Kriegserfolge tatsächlich weitergegeben wurden. Aber auch das ist kein deutsches Problem, sondern ein Problem kriegsführender Länder, dass die Pressefreiheit in der Regel auf der Strecke bleibt. Ja, also das ist eine gute Frage, aber also es formiert sich ja tatsächlich dann im Parlament. Das Parlament gibt ja dann im 1917 ist es, glaube ich, eine Friedensresolution ein und die Militärs sind, aber die haben die Macht und führen eine Art Militärdiktatur. Das ist wirklich ganz, ganz problematisch und können das Parlament ignorieren. Das spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Aber ich würde auch das zeigt wieder Margaret Anderson sehr schön, dass was die Kriegsführung betrifft, wenn wir da auch den Kriegsbeginn anschauen, dass das ja nicht so ist, dass da in den Demokratien oder Großbritannien hat sie nicht als Demokratie verstanden, sondern als eine konstitutionelle Monarchie mit einem starken Parlament, dass dort im Parlament groß diskutiert wurde, ziehen wir einen Krieg oder nicht, sondern das wird in ganz kleinen Kreis geschlossen. Also ich denke, dass wenn die Nationen erstmal im Krieg sind, dass dann eben, das ist eines der tragischen Momente des Krieges, deswegen sollte man Krieg möglichst vermeiden, dass demokratische Regeln außer Kraft gesetzt werden. Ja, wir haben wirklich noch sehr viele Fragen. Leider müssen wir jetzt mit dem Blick auf die Uhrzeit, jetzt können wir nicht alle Fragen der Teilnehmer mehr aufgreifen, aber vielen Dank Ihnen allen schon mal für die vielen Fragen. Ich würde gerne noch eine Frage herausgreifen. An Sie, Frau Richter, warum hält sich das Narrativ des deutschen Sonderwegs bzw. Exotismus bezüglich der Demokratieentwicklung im internationalen Vergleich so hartnäckig? Das finde ich auch eine total interessante Frage, wobei man auch sagen muss, dass die Forschung da wirklich schon lange viel, viel weiter ist. Es gibt noch einzelne, aber das sind eher die Ausnahme. Ich war erst neulich auf einer großen Kaiserreich-Tagung mit 25 Teilnehmern. Wir waren uns relativ einig, dass diese Dunkelzeichnung, dass die Forschung schon lange darüber hinweg ist. Schon seit den 1980er Jahren sagt man, dass der Sonderweg einfach analytisch ein schwaches Interpretament ist. Ich denke, dass der Sonderweg ganz, ganz viele wichtige Funktionen hatte. Und zum Beispiel, dass nach 1945 eine internationale Weltordnung, die relativ sicher war und die alle akzeptieren konnten, entstehen konnte. Also dass Deutschland gesagt hat, ja, wir sind sozusagen wobei in Deutschland sich diese Sonderwegerzählung, die negative, erst in den 1970er natürlich durchsetzt, aber eben nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man nicht nur sagt, dass Deutschland hat diesen großen verbrecherischen Krieg angefangen, das Menschheitsverbrechen des Holocaust, sondern dann sozusagen noch die ganze Geschichte mitnimmt. Und ich glaube, dass ein Effekt dessen gewesen ist, dass sozusagen alle problematischen Entwicklungen des Westens,
meistens, wenn wir das so nennen wollen, alle problematischen Entwicklungen von Demokratie wurde nach 1945 sozusagen auf die deutsche Seite geschoben. Und ich denke, dass das ein Grund mit dafür ist, dass auch erst relativ spät westliche Länder in der Lage waren oder in der Lage sind, sich mit Kolonialismus auseinanderzusetzen. Weil die Ambivalenz, die in dieser Massenmobilisierung steckt, in der Massenpolitisierung, Silvia Schraut hatte darauf hingewiesen, ein Effekt der Massendemokratisierung, Massenmobilisierung war der Nationalsozialismus, der selbstverständlich weiterhin Wahlen abgehalten hat. Der Faschismus ist nicht aus dem Absolutismus rausgekommen, sondern ist ein Kind von Demokratien. Ich bin eine große Verfechterin der Demokratie, aber ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch die problematischen und dunklen Seiten sehen. Der Sonderweg hatte also insofern sozusagen eine stabilisierende Rolle. Aber, ja, Frau Schraut, Entschuldigung? Sieht man ja gerade in den USA, ne? Genau, ganz genau. Ganz genau. Also es kann nie darum gehen, irgendwie die deutschen Verbrechen zu relativieren, überhaupt nicht. Aber dass wir in der Lage sind, differenzierter zu sehen, was in den Jahrzehnten davor passiert ist. Der Sonderweg hatte noch eine andere wichtige Funktion, denke ich. Da hat Christina von Hirschhausen darauf hingewiesen, der wirkte unwahrscheinlich entlastend für die Deutschen. Die Nazis konnten nach 1945 sagen, woher sollten wir wissen, wie Demokratie funktioniert? Da gibt es auch großartige Dokumente. Wir waren ja immer nur die Untertanen und sagen den Amerikanern, erklärt uns, wie Demokratie funktioniert. Wir konnten das ja gar nicht wissen. Und ich würde sagen, die Deutschen wussten ganz genau 1933, was sie machten. Badener haben seit weit über 100 Jahren, hatten die ein Parlament relativ mächtig, hatten ein breites Wahlrecht. Die Deutschen kannten Demokratie, die wussten, was Demokratie ist. Ich würde sagen, die Deutschen waren schon immer ein Teil des Westens und das macht die Erklärung für den Nationalsozialismus viel, viel schwieriger und enthebt uns aber auch nicht diese Erklärung. Und ich denke, wir müssen uns noch viel, viel intensiver, das erfordert noch eine viel intensivere Auseinandersetzung damit. Frau Schraut, wollen Sie noch ein paar Worte zum Geschichtsbild des Kaiserreichs mit Blick auf die Gegenwart sagen? Also mit Blick auf die Gegenwart finde ich es eigentlich sehr viel wichtiger zu gucken, was man auch Positives aus dem Kaiserreich rausnehmen kann. Und da würde ich eben nochmal verweisen auf diese Themen wie Reformbewegungen, soziale Verantwortung, Verantwortung für Gemeinschaft übernehmen in vielerlei Hinsicht und diskutieren, nicht jetzt im Sinn von alles ist Mist und so diskutieren, sondern diskutieren im Sinne von, wo sind die Reformvorschläge, die man vorantreiben kann. Und da hat man im Kaiserreich irrsinnig viele positive Beispiele. Ja, finde ich auch. Also Wolfram Püther sagt ja sogar, dass das Kaiserreich, da gäbe es eine ganz eigene Kultur des Kompromisses gegeben, aufgrund dieser politischen oder verfassungsmäßigen Konstellation. Ich denke, dass da ganz viel dran ist. Also dass man einfach, die Menschen in der Zeit konnten sich die Welt anders denken und haben das in Angriff genommen. Das finde ich auch unwahrscheinlich wichtig für unsere Zeit, dass man Gesellschaft gerecht machen kann, dass man dafür kämpfen kann und dass man friedliche Mittel findet, das zu verändern. Am Ende unserer Veranstaltung möchten wir ganz herzlich Frau Richter und Frau Schraut danken, dass Sie sich beide die Zeit genommen haben, um mit uns gemeinsam nach dem Ort des Deutschen Kaiserreichs in der Demokratiegeschichte zu fragen und dabei ein so differenziertes, in vielfältigen Schattierungen geprägtes Bild des Kaiserreiches zu entwerfen. Für uns als Moderatoren, aber sicherlich auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer war es ein sehr interessantes und sehr anregendes Gespräch. Ja, vielen Dank. Ja, danken möchten wir auch Ihnen allen für Ihre vielen Beteiligung. Das hat das Ganze nochmal sehr aufgewertet. Und zuletzt geht unser Dank auch an Frau Fröhl und Herr Leitzke, die im Hintergrund mitgeholfen haben, hinter den Kulissen für den reibungslosen Ablauf gesorgt haben. Und jetzt bleibt uns noch, Ihnen allen einen schönen Abend zu wünschen. Dankeschön. Ja, vielen Dank.